Ich halte es auch für unklug, den Herrn der Rache zu beschwören. Rache ist etwas, was kalt genossen wird. Zumindest bei uns. Und euer Benehmen. Nun ja, das ziemt sie nicht für einen Ritter. Was wollt ihr denn? Warum maßregelt ihr jetzt? Warum maßregelt hier sich jeder gegenseitig? Ich sagte, was soll das? Jeder ist doch sein eigenes. Jeder sollte doch selber wissen, was er tut. Und ich finde, Jirudin hat bisher einen sehr guten Job in jeder Hinsicht getan, was wir hier tun können. Und wenn er selbst mit sich im Reinen ist, dann ist das der richtige Weg. Du willst ihm aufzwingen. Deine Doktrin willst du ihm aufzwingen. Hör auf, ich will ihn davon aufhalten, dass er paktiert, dass er seine Seele sagen, dass glaubt ihr denn wirklich, ich würde freiwillig meine Seele abgeben? Haltet ihr mich für so dumm? Sag ihm das als Freund, aber sag ihm, beschuldige ihn nicht und zwinge nicht deine Doktrin auf. Ich zwinge ihm keine Doktrin auf. Ich warne ihn davor, einen Fehler zu tun. Das tue ich als Freund, weil er sonst nicht zuhören wird. Warnen und drohen liegen ganz nah beieinander und überschreitet die Grenze. Nun, wenn ihr davon der Meinung seid und auf der Seite der Paktierer am Ende stehen werdet, dann werde ich auch gegen euch kämpfen, wenn es sein muss. Es ist mir komplett egal, was eure Meinung dazu ist. Wenn ihr den Meister der Rache in der Dämonenhauptstadt vor allen Paktierern der Rache beschwört, dann ist das ein Fehler, egal was ihr es denkt. Menelaus, hört mir zu. Hört mir zu. Ihr seid nicht der Erste und ihr werdet auch nicht der Letzte sein, der mir so etwas vorwirft. Ich werfe euch gar nichts vor. Ich sage euch, ihr habt einen Fehler getan. Und ich bin es leid, euresgleichen scheinbar immer wieder unter Beweis stellen zu müssen. Dass meine Seele so sicher ist wie hinter den goldenen Mauern Alvarans selbst. Und ich sage euch, dass ihr euch täuscht, dass eure Seele nicht sicher ist, dass ihr euch zu selbstsicher seid. Dass ihr aufwachen müsst auf euch selbst, nein, dass ihr nachdenken müsst. Amenelaus, ihr droht und ihr spricht selber von Rache, denn ihr sagt, wenn ihr auf die falsche Seite stellt, dann tut ihr das Falsche und dann räche ich mich an euch und werde euch alle vernichten. Nein, ich werde mich nicht. Das habt ihr gerade mir gesagt. Ich werde ihn aufhalten, dass seine Seele den Niederhöllen zugestanden wird. Ich werde auf der Seite der Götter stehen bleiben. Und wenn ihr auf der Seite der Götter stehen bleiben wollt, dann helft mir, anstatt mich mitten in dieser verfluchten Stadt hier auch noch in den Rücken zu fallen. Ich falle euch nicht in den Rücken, ich versuche euch gerade zu helfen. Aber jetzt. Aber ihr seid so nah daran, in den Abgrund zu geraten, dass ihr es nicht mal sehen könnt. Amenelaus, ihr seid einer der klügsten Menschen, die ich je getroffen habe. Aber jetzt, in diesem Moment, mit diesem Verhalten, könnt ihr ihm nicht helfen. Das müsst ihr selbst einsehen. Können wir uns jetzt bitte einfach mal auf das Wichtige konzentrieren? Genau, also. Wir haben hier ganz andere Probleme und eure persönlichen Götterprobleme sind mir jetzt auch egal. Außerdem hat irgendwer von Geld gesprochen. Wenn ihr unbedingt. Nur an Geld bei einer solchen Situation. Mit was für Leuten bin ich überhaupt hier? Mit Bezahlten. Mit Menschen, die oder auch Zwergen, die an Geld interessiert sind, aber auch gleichzeitig daran, etwas zu tun. Ich bezweifle langsam sehr stark, dass ihr das Richtige tun wollt. Ach so. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei allem, was ich getan habe für euch. Du hast jetzt ja im Endeffekt nichts bisher getan, Amenelaus. Ich habe nichts gesehen, dass du auch nur irgendetwas beigesteuert hättest hierzu. Außer, dass du uns etwas gesagt hast wie, ja, das Ding ist magisch und das Ding kann sich zuziehen. Donnerlittchen, jetzt reicht es aber. Ihr müsst uns alle zusammenraufen, sonst kommen wir hier nicht in einem Stück raus. Amenelaus, ich mache euch ein Angebot. Wenn ihr noch, wir hier fertig sind, immer noch an mir zweifelt, können wir gerne in den Empire-Tempel gehen und alles klein und klein beichten. Und dann werden die über die Sache entscheiden. Das können wir gerne tun. Doch ich möchte, dass ihr auch dort ankommt und deswegen warne ich euch. Dann stärkt mir den Rücken, anstatt mich von der Seite zu schwächen. Das werde ich, aber ich möchte euch klar machen, dass ihr in Gefahr schwebt. Und das muss euch klar sein. Ihr dürft nicht unterschätzen, was für eine Gefahr von dem Ganzen ausgeht. Wir sind immer in Gefahr. Dafür sind wir hier. Gute Ratschläge würden bedeuten, konstruktiv zu sein. Bisher habe ich noch nichts Konstruktives gehört. Was soll das? Und ihr haltet endlich die Klappe mit euren Worten. Ihr habt nichts Positives beizutragen. Haltet einfach das Maul, wenn ihr nichts sagen könnt. Nein, ihr könnt nichts sagen. Ihr habt nichts Konstruktives beigetragen. Ihr habt nur gesagt, böse, böse, böse. Aber ihr sagt nicht, so und so, finde ich, wäre das besser. Konstruktiv bedeutet zu sagen, was besser ist. Konstruktiv sage ich. Hört auf, den Herrn der Rache anzuschwören. Wenn ich den Herrn der Rache anschwören wollte, hätte ich wohl seinen Namen gebraucht. Meint ihr nicht? Ihr wart kurz davor. Der Geist des Wortes zählt manchmal mehr als
Und ich konnte ihm wohl schlecht die preisgefällige Gerechtigkeit in den Hals wünschen, mitten in Jolgomag. Vielleicht hättet ihr euer Temperament zügeln sollen. Dies gilt für vielfache Situationen. Oh, das müsst ihr gerade sagen. Ich habe das gilt für alle hier. Mein Temperament. Das müsst ihr gerade sagen, der, bevor wir überhaupt auf den Bergen waren, fast von einer Torwallerin den Hals umgedreht bekommen hätte, weil er einfach seinen Mund nicht halten konnte. Das ist etwas anderes. Ich habe sie lediglich darauf aufmerksam gemacht, von welchem Volk sie stammt. Es war eine göttertreue Frau, die, obwohl etwas aggressiv, vernünftig war. Und die ich umbringen musste, damit sie euch nicht gefährdet, weil ihr einmal mehr herumzaubern musstet. Sie war bestimmt nicht 12 Götter gefällig, jedenfalls nicht die 12 Götter, die ich kenne. Aber was reden wir von... Bedenkt, wo wir sind. So, wollen wir jetzt wirklich alles zerstören mit diesem dummen Streit? Ich mache euch allen ein Angebot. Ihr behaltet alle eure Positionen und wenn wir dann hier weg sind, könnt ihr euch den ganzen Tag streiten, ohne dass das mein Leben gefährdet. Dann ist das vollkommen okay für mich. Aber jetzt könnten wir uns bitte konzentrieren. Wir haben so viel vorbereitet, könnten wir das jetzt bitte zu Ende bringen. Ich bin nicht umsonst über diesen ganzen Scheißweg gelaufen, hab meinen Scheißspeer verloren, nur damit ihr euch hier jetzt an die Kehle geht. Könnt ihr das einfach ein bisschen nach hinten verschieben? Dankeschön. So, und jetzt machen wir hier mal vorwärts. Danke, Ömer. Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Ich musste noch gerade meine Rache aufschreiben. Rache, was? Ich habe Rachsucht gewürfelt, ne? Du hast Rachsucht? Natürlich habe ich Rachsucht. ja, 1. Ja, habe ich schon ins Forum reingeschrieben, mein Charakter ist weit. Ja, alles klar. Ich habe den Wurf auch gar nicht gesehen. Meine Herren, wir werden binnen der Stunde zuschlagen. Bereitet euch vor, sammelt, was ihr noch braucht. Danach gibt es kein Zurück. Ich werde in den Palast gehen und die Tür öffnen für euch. Wann werdet ihr dort sein? Wie gesagt, binnen der Stunde. Gut. Ich warte auf euch. Vertraut auf die Götter und auf eure Kameraden, dann kommen wir alle heim wieder raus. Treffen wir uns jetzt nicht alle am Institut? Doch. Okay. Wie gesagt, ihr flitzt jetzt wieder los in eure Unterkunft, sammelt eure Ausrüstung. Wir treffen uns am Institut. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Dann beginnen wir mit Adeptus Major Abemiria Morenes. Tionin Yakravetti wird erst zu seiner Unterkunft gehen, die Rechnung bezahlen, seine Sachen packen und sie zum Streitwagen bringen, der hoffentlich in dieser bestimmten Gasse parkt. Ja. Bewacht von 5 Söldnern. Ich würde auf die Söldner zu treten. Wie er da? Ja, kein Schritt weiter. Mein Name ist Yakravetti. Euch gehört der Streitwagen? Dann dürft ihr natürlich herantreten. Verzeihung, wussten wir nicht. Es kommen noch andere Leute vermutlich. Ich warte hier auf sie. Ihr werdet auch ihnen erlauben, diesen Streitwagen zu benutzen oder Sachen drin zu platzieren bzw. herauszunehmen, wie es ihnen bliebt. Naja, wenn ihr jetzt sagt, wer da ran darf und wer nicht, dann ist es okay. Ihr werdet ihn erkennen, ein Herr von Dunkelstein. Euer, wie soll ich sagen, Auftraggeber. Aber das muss euch nicht weiter interessieren. Ich habe bisher einfach nur so einen kleinen Tulamiden gesehen. So einen abgebrochenen. Ah, Abdulon. Keine Ahnung, mir doch egal. Gut. Wir werden jetzt gemeinsam auf die anderen warten. 10 Minuten später treffen die anderen ein. Nach und nach. Torgosch ist der Erste, der hier reinstiefelt. Ja, du merkst auf jeden Fall, dass Torgosch gar keine Sachen dabei hat, außer die er vorher schon am Körper getragen hat. Hat die wohl alle Igna mitgegeben. Schaut dich etwas verwirrt an und nickt dir dann zu. Kein Schritt weiter. Er gehört zu uns. Gut. Ja, muss abdrücken. Iolaus trifft ein. Und dann nach und nach die anderen. Könnt dann eure Sachen dort irgendwo platzieren,
Ist natürlich dann wichtig, was ihr an Mann habt und was ihr dort lasst. Ich will. Ja, immer legt seinen Rucksack da auf den Wagen drauf. Hoher Herr von Kajakaviti. Das sind die Söldner, die ich für euch angeheuert habe. Ja, sehr gut. Ich habe zu tun in der Schwarzen Feste. Ihr wisst schon, was ich vorhabe. Nun, wir sehen uns dann beim Fest spätestens, nicht wahr? Aber natürlich. Jawohl, Hoher Herr. Wir wollen den Kaiser ja nicht unsere Aufwartung verwehren. Oder mein Rucksack dann auf dem Streitwagen irgendwo platzieren oder vielleicht noch festmachen mit einer Schnalle, keine Ahnung, mit dem Riemen, dass er nicht runterfällt. Und würde dann durch diesen Katarakt, oder wie auch immer, diesen Festweg zum schwarzen Tor des schwarzen Palastes hoffentlich gehen. Ja, du wirst eingelassen. Das Einzige, was immer jetzt unterm Arm ist ein Bündel aus Leinen, wo irgendwas drin ist. Ja, dann erst einmal weiter mit Tionan. Ich wollte noch meine Ausrüstung. Okay, egal. Machen wir gleich. Hier. Ich würde dann mich innen umgucken nach den Musikern. Wirst du finden, du gehst ein bisschen, streifst du ein bisschen durch den Palast und kannst dann am Spiegelkabinett kannst du sie finden. Ah. Dem Garreter Vorbild nachempfunden reihen sich hier Prunk, Täusch und Zerspiegel zu einem Labyrinth aneinander, in dem jedoch tatsächlich alle paar Wochen irgendjemand spurlos verschwindet. Mancher Spiegel ist verzaubert, zeigt fremde Orte, unterhält sich mit dem Gegenüber oder bietet tatsächlich den Eingang zu Geheimgängen. Hier gibt es keine Kutongis, das ist ja natürlich klar, da es hier Spiegel gibt, hier wirst du finden, die Mitglieder von Saltatio Mortis und haben die Geierhafe dabei. Ich würde mich jetzt so vom Spiegel platzieren, meine Eitelkeit probieren, gucken, ob ich vernünftig angezogen bin, so wie es gehört, hoffentlich. Und mich dann an den Herrn, dessen Namen ich gerade vergessen habe, die Anführer von Saltatio Mortis, zu wenden. Alea der Bescheidene. Alea der Bescheidene. Alea, da seid ihr. Wie können wir euch helfen? Wir dürfen gleich unsere Aufwartung machen. Also, was heißt gleich? Im Laufe des Abends. Wem wollt ihr Aufwartung machen? Dem Kaiser? Oder Balfemor? Dem Kaiser. Ah, sehr gut, sehr gut. Habt ihr die Harfe dabei? Ja, ich hab sie dabei. Sehr schön. Gut. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, richtig? Die Harfe spielen, oder? Oder was Besonderes? Genau. Welches Lied wollt ihr spielen? Wir spielen Wachstum über alles, mein Herr. Ein sehr ungewöhnliches Lied. Naja, wir können auch noch die letzten Worte, Weiß wie Schnee oder Prometheus spielen. Ebenbild, Todesengel, was ihr mögt. Also, wir können auch was anderes spielen. Die letzten Worte sind ein sehr treffender Titel. Dann spielen wir die letzten Worte. Gut, gut. Und dann. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Im danke. Namen Asmodeus. Im Namen Asmodeus, ja. Und würde mich dann in Richtung dieser Zimmer, beziehungsweise dieses Zimmers aufmachen, in dem das Aquädukt landet. Mich dort umguckt nochmal vorher. Also erstmal aufmachen die Tür. Ja, laufen 5-6 Leute rum. Raus! Reiß die Tür auf und mit befehlender Geste weise ich aus dem Raum. Du bist hinaus mit euch! Ihr halten könntest, ja? Ja. Jawohl, Verzeihung. Wann sollen wir wieder reinkommen? Morgen. Wir müssen. Merkst du, wie er sich so ein bisschen an den Hals greift, als ob ihn irgendwas zuschnürt, hat aber selber kein Halsband. Wir müssen uns um die Gäste kümmern. Heute Abend ist die Feste voll. Ihr müsst hier gar nichts. Hinaus mit euch. Wenn euch jemand fragt, Asmodeus hat den Befehl gegeben. Ja, wir werden das prüfen. Was müsst ihr prüfen? Nichts, wir gehen ja. Was müsst ihr prüfen? Naja, wir müssen, also wenn wir einen neuen Befehl bekommen,
wie ich das verstanden habe, letzter Befehl zählt und der, wenn jemand Höheres, er schaut so ein bisschen oder linst so ein bisschen auf Abzeichen, wenn du irgendwie welche trägst, wenn uns irgendjemand fortschickt, dann müssen wir dem gehorchen. Wer hat euch den Befehl gegeben, diesen Raum zu benutzen für heute Abend? Oh, das waren die Kanzler, also diejenigen, die hier, ich glaube diese Mumie, Bosper von Bergenhusch Nettermoor. Ich verstehe. Nun gut. Dann verschwindet. Alle fünf Diener ab. Du bist alleine im Aquädukt, was leise vor sich hin plätschert. Ich würde mal gucken, ob die Kleine noch da ist, die ich da platziert habe. Ja, immer noch da. Und würde erstmal dann die Tür hinter mir schließen wieder. Und sie probieren zu sichern irgendwie einen kleinen Keil, keine Ahnung. Oder die, da gab es ja einen Querriegel, glaube ich, oder? Du kannst da wieder die Kommode vor die Tür rücken. So, okay. Ja, oder so. So, dass sie erstmal nicht frei zugänglich ist, also nicht gleich geöffnet werden kann. Mhm. Nachdem ich das gesichert habe, würde ich, war ja offen die Tür, der Ausgang zum Aquädukt war ja offen, glaube ich, meinst du, oder? Genau, ist offen. Das so ein kalter Wind schneidet da rein, bringt noch ein paar agrimotische Düfte mit und da plätschert das Wasser dann in so einem Bass. Würde mich dann rechts von dieser Öffnung hinstellen und immer nach draußen linsen, ob von draußen irgendwelche Lichter, wie auch immer aus der Stadt oder in der Luft, über diesem Aquädukt schweben. Aber so, dass ich nicht gleich gesehen werde von außen. Und würde dann warten auf die anderen, bis sie jetzt kommen. Dann gehen wir nach unten, ein paar Meter entfernt nur. Wir nachmessen. 250 Meter ungefähr. Wo die anderen unten stehen. Ja, immer schaut die anderen an. Bereit? So gut wie. Ich steige dann von meinem Pferd ab, mit dem ich hier natürlich angeritten bin. Leine das am Streitwagen an. Sag nochmal zu nehmen. Dem Söldner passt gut drauf auf. Keine Oger. Was? Oger? Lass gut sein. Wir haben ein paar schwarze Schnecken oder so gefunden, aber die sind aber noch am Seeufer. Hab dein Auge drauf. Noch für den Fall. Dann nehme ich mir die kleine Ledertasche von meiner Satteltasche und gehe mit den anderen. Mein Herr. Ja, und immer führt sie dann sozusagen hier durch die Seitengassen. Als wenn man vielleicht irgendwo hin wollte, wo auch immer wir speziell hin wollen, hier durch und kommt dann hier entlang und schaut danach nach der Aufstiegsmöglichkeit, nach der am besten unbeobachtetsten, um in den schwarzen Palast hineinzuklettern und die Strickleiter anzubringen, beziehungsweise hoch zum Aquädukt und dann die Strickleiter anzubringen, dass die Leute eben leichter hochkommen nach mir. Ja. Deine grobe Einschätzung sagt, dass du ungefähr 5 Kletternproben brauchst. Muss mir gerade nochmal die Regeln angucken. Ich glaube, das Klettern ist erschwert um 8. Und du solltest, wenn möglich, diese Kletternproben schaffen. Ja. Geben wir immer mal unsere Strickleiter. Die hatte ich schon in dem kleinen Bündel dabei, was ich mit dem Arm genommen habe. Ach so. Okay. Und Bündel mache ich jetzt auf. Das ist ja so ein grober Leinenbeutel sozusagen. Hol da meine Handschuhe raus, zieh die jetzt an und hol die Strickleiter raus und hefte mir die sozusagen so halbwegs um, steckt da die Arme durch über den Rücken, dass die Strickleiter sozusagen wie so ein Rucksack getragen wird. Und damit man die Arme und Hände frei hat, um da jetzt hochzuklettern. In der zerklüfteten Oberfläche des Berges gibt es zahlreiche Risse, Löcher und Schlote, durch die man ins Innere gedrängen kann. Einige sind Sackgassen, das weißt du natürlich nicht. Zumindest verschwinden dort irgendwelche Löcher dann im Inneren. Du kannst aber auch vor dir sehen, das Aquädukt, was hier ausläuft, was irgendwie über den See gespannt ist und das Wasser von weit weg hierher bringt. Es gibt noch eine sehr auffällige Öffnung, einen Höhleneingang in 20 Schritt Höhe, was aussieht wie ein zahnstarrendes Maul, der Rachen des Berges. Du brauchst jetzt, um auf dem rissigen Fels Halt zu finden,
scharfe Kanten, Metalldornen, die herausragen. Alle fünf Schritt eine Kletternprobe. Und sie ist... Ich muss gerade schauen. Sie ist gar nicht erschwert. Um 8. Ja, wie viel erleichtert wird eigentlich diese Strickleiter? Weil die anderen Nachnehmer werden ja auch Proben würfeln müssen. Wenn die Strickleiter angebracht ist, und zwar so, dass sie nicht aufgeschnitten ist oder so, dann kriegen sie eine minus 7. Das heißt, sie machen Kletterproben erschwert um 1 gleich, jeder von denen, trotz Strickleiter. Richtig. Okay. Und mit den Handschuhen, du bist ja Freikletterer aktuell, mit den ist es erstmal möglich. Ich würde dir das Klettern um 1 erleichtern mit den Handschuhen. Also. Ja, dann trage ich gleich noch ein Erschwernis von 7 ein. Und ich gebe jeweils bei jeder Kletterprobe von allen 5 ein ASP aus, um meinen Kletterwert um 2 Punkte zu verbessern. Und trage eine 7er Erschwernis ein. Genau. Erste Probe. Kein Problem. Mit speziellen Freiklettern, genau. Das heißt, du kriegst dann nochmal plus 2 Punkte. Nee, die sind eingerechnet. Ich kann ja sozusagen auf den THW oder auf das Total würfeln. Das Total, da ist ja Bonus schon drin. Genau, sowohl 2 Punkte für Freiklettern. Also dein normaler Kletternwert plus 2 nochmal fürs Freiklettern und dann nochmal plus 2 für eine ASP, die du im Vorfeld ausgegeben hast. Genau, das mache ich jetzt bei den Folgenproben auch alle. Zweite Probe gelingt. Der Aufstieg ist einigermaßen einfach, wenn man mal von diesen dämonischen Präsenz absieht. Die Handschuhe helfen hier auf alle Fälle. Kannst dich dann an die letzte Probe würde ich ganz gerne mit Glück wiederholen, die 19. Ja, drehten. Kannst nee, dann ist nicht. Ich gebe eine ASP mehr aus und dann schaffe ich die Probe. Gut, nachträglich eine ASP ist dann 1:1 und nicht 2:1. Ja. Und dann stehst du oben. Möchtest du dich gleich verstecken? Sonst würdest du am Basse. Ich muss mich erstmal umschauen, ob ich mich erstmal verstecken muss oder ob ich die Leiter direkt anbringen kann, natürlich. Ja, so was die Leiter könntest du hier wohl sicherlich irgendwo überall rüberhängen. Ist natürlich ein bisschen schwerer, da die richtige Situation zu finden. Ich würde mal sagen, ja, eine Baukunst oder abgeleitet. Fällt dir was anderes ein? Nein. Mach mal eine Baukunst. Du bist jetzt hochgeklettert, du kennst den Weg, ich sag mal eine minus 3. Doppel 1. Perfekt. Dann ist die Kletternprobe sogar für euch nicht nur um 3 erleichtert. Nee, was hatte ich gesagt? Nee, war um 7 erleichtert mit der Leiter. 7, genau. 7 hast du gesagt. Dann ist es eine ganz normale Kletternprobe für euch alle. Soll ich einmal würfeln, fesseln, entfesseln, ob die Leiter hält? Finde ich gut. Aber auch das hält ohne Problem. Du siehst, wie Amenelaos... Während wir alle noch unten sind, würde ich gerne mit den anderen beiden noch einmal ein Wort reden. Uns beiden? Ja. Mit euch beiden, ja. Mit dir und Eisemann. Torgosch. Ja, du merkst, dass Torgosch sich gerade die Handschuhe von Ömer anzieht und nochmal ein paar Armübungen macht. Das sieht schwierig aus. Ja, wollte ihn überprüfen, nochmal, ob seine Taschen alle zu sind. Nun, ich hoffe, dass ich sehr stark falsch liege, doch ihr solltet ein Auge auf Abdulon werfen. Er macht mir sehr starke Sorgen. Wieso? Ist ein guter Junge. Seine Meinung, vor allem seit dem wir in der Arche untergekommen sind und auch jetzt das, was er bei der vorgegangenen Diskussion gesagt hat. Es macht mir sehr stark Sorgen, dass er eventuell in Versuchung geraten könnte oder bereits geraten ist. Ach, glaube ich nicht. Ömer ist ein netter Junge. Ich sehe, ihr kennt Jasper den Wandler nicht. Wir bezahlen Ömer nicht dafür, uns gesinnt zu sein. Wir bezahlen ihn dafür, was er tut. Nun, vielleicht bezahlt ihn jemand besser. Und als typischer Tolamide wird er zu uns halten. Ich will euch nur warnen und... Sollte in der Richtung etwas passieren, nun, ich will euch gewarnt haben. Auf jeden Fall hat mir seine Meinung absolut nicht gefallen. Dass es ja etwas Positives sein könnte, einen Pakt einzugehen. Ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat. Das wäre schon sehr hanebüchen. Nun, dennoch hat er es so gesagt.
Wie gesagt, ich bin vorsichtig. Wir sind in Yolgomak. Ihr solltet immer vorsichtig sein. Deswegen warne ich euch. Und wir sollten dafür sorgen, dass er sich den Prioten unterzieht und einer gleichen Prüfung. Den Mann.